US-amerikanische Architekt Frank Lloyd Wright gilt als einer der bedeutendsten Architekten der Moderne des 20. Jahrhunderts. Doch obwohl sich sein Werk auf die USA und Japan beschränkt, finden sich Einflüsse seiner Architektur auch in der Schweiz. Ich bin Cora Bürgi von der Kantonsschule Obwalden und habe in meiner Maturaarbeit den architektonischen Einfluss von Frank Lloyd Wright in der Zentralschweiz untersucht. Auf Reisen in den USA und Besuchen an Wrights Architekturschule Taliesin bin ich mit Wrights außergewöhnlicher Architektur in Kontakt gekommen, die mich seitdem in ihrem Bann zieht. Ich stellte mir die folgenden Fragen. Inwiefern lassen sich stilistische Einflüsse von Wrights Architektur an Gebäuden in der Zentralschweiz erkennen? Wie waren in der Zentralschweiz tätige Architekten mit Wrights Architektur in Kontakt gekommen? Wie hat sich Wrights Rolle im Bewusstsein der Schweizer Architekten bis heute verändert? Ist Wrights Architektur in der Schweiz zukunftsfähig? Durch Befragung der kantonalen Denkmalpflegestellen und ausgewählter Fachpersonen wurden Wright-beeinflusste Zentralschweizer Gebäude ausfindig gemacht und eine Auswahl davon basierend auf Bild- und Planmaterial analysiert. Weiter wurden die Biografien der Architekten auf Verbindungen zu Wright untersucht. Die gefundenen Objekte stammen von 20 Architekten, von denen die meisten entweder ehemalige Schüler Wrights gewesen waren oder durch Ausstellungen und Publikationen zu dessen Schaffen mit dem Werk des amerikanischen Architekten in Kontakt gekommen waren. Die ausfindig gemachten Gebäude wurden mit wenigen Ausnahmen alle zwischen 1950 und 1970 gebaut. Die Arbeit zeigt, in welch vielfältiger Art und Weise sich Wrights architektonischer Einfluss in der Zentralschweiz erkennen lässt. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Wrights Einfluss in der Zentralschweiz als eine abgeschlossene Epoche in der Architekturgeschichte betrachtet werden kann. Angesichts des starken Siedlungs- und Verdichtungsdruckes und den Grenzen, die damit der architektonischen Vielfalt gesetzt werden, scheint die Architektur Wrights in der Schweiz nicht zukunftsfähig. Die Arbeit darf als Anstoß für die Auseinandersetzung mit der Frage gesehen werden, wie mit dem architektonischen Erbe Wrights in der Schweiz umgegangen werden soll.